Hauptstadtsport TV ist immer dabei, wenn jeder Schritt zählt. Sonntagmorgen, strahlende Gesichter und spürbare Abenteuerlust. Was gibt es Schöneres, als sich gemeinsam mit der Familie und Freunden zu bewegen? Der Lauf in die Tropen bietet genau das. Frische Luft, Quality Time und sportliche Erlebnisse. Erstmals dabei Pascal Janz, der zusammen mit seinen Töchtern die Herausforderung annimmt. Ich fand die Strecke wirklich mega. Sie war, ja, ungewohnt, aber einfach toll. Also nächstes Jahr definitiv wieder. Der Lauf in die Tropen ist zum 10. Jubiläum längst ein Highlight. Was als kleine Veranstaltung begann, hat sich zu einem echten Magneten für alle entwickelt, die Sport und Gemeinschaft schätzen. Aber was macht diesen Lauf so besonders? Das Schöne beim Laufen ist halt, es sind halt so viele verschiedene Leute und man sieht halt alle möglichen alt, jung und das macht es halt einfach immer aus und das ist halt auch schön und gerade auch, wenn sich bei so nicht so optimalem Wetter halt trotzdem alle aufrappen und laufen gehen. Über 360 Läufer stürzen sich in die raue Schönheit des Crosslaufs durch die Märkische Heide. Dichte Wälder, weite Flächen und das Terrain der ehemaligen Militärflugplatzbahn machen die Strecke zu einem echten Abenteuer. Der Regen verwandelt das Ganze in ein matschiges Hindernisrennen. Rutschige Böden und nasse Wege fordern sowohl Ausdauer als auch Trittsicherheit. Doch der wahre Endgegner ist noch ein anderer. Wenn der Wind manchmal dann um die Ecken pfeift, der in deiner Gegend weht, der ist dann nicht ohne. Aber ich finde diese Weite und auch auf dieser Fläche einfach auch zu laufen, klasse. Trotz dieser Herausforderung bleibt niemand auf sich allein gestellt. Man zieht sich, man pusht sich, es macht Spaß. Dieser Spirit trägt Pascal, seine Familie und alle anderen ins Ziel. Und nach der Anstrengung wartet der ultimative Genuss. Das Tropical Islands ruft. Zeit, in die Badeshorts zu schlüpfen und die Seele im Paradies baumeln zu lassen.